Hi Leute. Willkommen zurück zu Siberia 4. Ich spare mir immer den Titel The World Before. Ich nehme jetzt wieder neu auf, Folgen am Stück, einige Folgen am Stück. Ich weiß nicht, wo ich aufgehört habe. Das bringt mich vor ein Problem. Habe ich die Sachen hier schon angeschaut oder nicht? Wir machen es einfach nochmal. Dieser Goron ist alles andere als niedlich. Gut, dass Sie ihn noch nicht gefunden haben. Okay, das sind die sogenannten Yetis wahrscheinlich. Oh. Nee, ich glaube, das haben wir noch nicht angeschaut, oder? Kann nicht leicht für Bauer gewesen sein, seine Tochter so kurz nach ihrer Geburt zu verlassen. Kann mich nicht daran erinnern. Gibt's auf jeden Fall noch was? Warte mal, hier, aufmachen. Ein Baby. Da ist leer. Diese Medaille muss Bauer gehören. Er hat sie wohl hier vergessen, als er gestern Nacht ins Bett ging. Bauers Tochter. Manchmal vergesse ich, dass ich nicht der Einzige bin, der geliebte Menschen jenseits der Berge zurückgelassen hat. Ja. Das ist Wasser, oder? Oder Bier. Ach so. Das haben wir, glaube ich, auch nicht gemacht. Die Wasserflasche aufgefüllt. Hoppala. Ja, offenbar haben wir das nicht gemacht. Damit bin ich unterwegs gut versorgt, solange ich Sauer suche. Nun gut, im Zelt warmer, das... Gehen Sie bitte Sauer suchen! Okay, Moment, ich muss mal kurz mit dem Knie gegen die Birne klappen. Wo in aller Welt kann sich das verfluchte Vieh verstecken? Alter, du bist ja so ein alles verachtendes Stück Shit. Der Berg ist gefährlich und wir sind auf das Schlimmste vorbereitet. Ich hoffe nur, das ist nicht nötig. Allerdings jetzt diese... Ich klemme jetzt das Wort. Der sitzt hier am Feuer, klotzt auf seine Karte oder was das ist. Moment, ich tue mich nebenbei noch richtig anziehen. Sehe aus wie ein Schlutrian. Okay. Zum Glück nehme ich nicht mit Cam auf. Würde komplett vom Video ablenken. Ja, der sitzt halt hier und ist in sich und seiner Aggressivität gefangen. Dafür trete ich ihn jetzt eine Wendeltreppe ins Kreuz. Geht leider nicht. Ja gut, wir gehen halt. Wir suchen Bauer. Wer auch immer das ist. Kann die Namen nicht mehr zuordnen. Meter weg vom Camp und er überlegt, ob er das Lager verlässt oder hier bleiben möchte. Ich sollte los. Wasser haben wir. Was soll schon schief gehen? Der heißt ja gar nicht Sauer, der heißt der Horst Bauer. Der Herbst ist da. Wir sollten den Berg bald verlassen, sonst überleben wir das nicht. Ich
keine Ahnung, wo es lang geht. Ach, wahrscheinlich hier entlang. Ist jemand da? Offenbar hat da jemand seine Sachen liegen lassen. Das sehe ich mir an. Eine Axt. Ein Hackebeil. Nee, Hackebeil ist die kleine Axt, oder? Mitten in der Wildnis eine Lesepause einlegen. Das wäre typisch Sauer. Oh, noch eine Trinkflasche. Ich komme mir gerade vor wie in DC. Eine Axt, eine Trinkflasche. Da muss ja jemand recht eilig verschwunden sein, wenn er das zurückgelassen hat. Und das Space Building Book. Hier muss einer von uns gewesen sein. Für eine Rast vielleicht? Einer der Wissenschaftler muss hier Rast gemacht haben. Wahrscheinlich Sauer. Aber weshalb ist er so eilig aufgebrochen, dass er all seine Sachen zurückgelassen hat? Ich sehe mich besser mal genauer um. Alter, die stellen sich immer so viele Fragen, dass die überhaupt was noch... Was in aller Welt ist das? Eine Hand. Wahrscheinlich hat Sauer wegen dieses Zeichens hier Halt gemacht. Ich gehe besser los und suche ihn, um zu klären, was los ist. Es haben sich ja schon Leute tot gefragt. Was in Gottes Namen ist das? Klang wie ein Affe, oder? War dort gerade was hinter dem Baum? Ich habe da Hände gesehen. So. Sauer? Was in aller Welt? Psst! Schauen Sie da! Ist das ein... Ja, ein Goon! Es ist ein Goon! Ich hörte seinen Schrei, als ich mich am Wegrand ausruhte. Schnell, wir müssen die anderen holen! Gehen Sie, er scheint verletzt. Ich bleibe hier und versuche, ihn zu erreichen, sonst kriegt ihn die Strömung. Gut, Leon. Aber verlieren Sie ihn nicht! In Ordnung, Kleiner. Nicht bewegen. Ich komme zu dir. Ich würde ja die anderen nicht rufen, denn dieser aggressive Typ, der noch im Camp hockt, Name vergessen natürlich, führt, glaube ich, nichts Gutes im Schilde mit diesen Tieren oder was das sind, mit diesen Wesen. Die Strömung ist zu stark zum Schwimmen. Ich muss einen anderen Weg finden. Ja, dann finde. Okay. Der Fluss hat alle möglichen Trümmer angeschwemmt. Aber wenn ich nicht gerade ein Floß bauen will, kann ich die nicht gebrauchen. Ein Floß. Ja, das sind gefühlt 2 Meter. Lass mal gut sein mit dem Floß. Der Baumstamm ist nicht sehr dick. Okay. Vielleicht schaffen wir das mit der Machete. Auch ruck. Holt euch was zu trinken oder so, das könnte jetzt dauern. Na komm schon, wir sind doch fast durch. Einige Zeit später. Achso, ich muss drücken. Ich halte immer gedrückt, da rutscht er mal ab. Aber sauber abgehackt mit der Machete, das müsste erst mal bringen. Das musst du erstmal so nachmachen. Langsam, Leon. Jetzt ist keine Zeit für ein Bad. Hoppala, hoppala, hoppala. Leon, der Profi, näherte sich dem unbekannten Wesen. Über einem Baumstamm. Unter ihm tobte ein reißender Strom.
Doch ihn konnte nichts aufhalten. Ganz ruhig, ich tue dir nichts. Ich will mir nur deine Wunde ansehen. Das versteht er doch gar nicht, oder? Hm. Wie kann ich ihm zeigen, dass ich nichts Böses will? Ja, sicher, die Bergsteigermachete. Trinkflasche mit Wasser. Kekse. Wollen wir Wasser oder Kekse? Also, wenn wir dem jetzt Kekse geben, das versauen wir nur. Er frisst dann so viel, bis er an Herzverfettung stirbt irgendwann. Ist das Herzverfettung? Ist ja auch egal. Geben wir Wasser, oder? Erstmal. Wir können ja danach noch den Keks rausholen. Hast du Durst, Kleiner? Er hat sogar eine Hose. Das sind vernunftbegabte Wesen. Bitte sehr. Das ist lecker, was? Das Keks muss... Ich sehe es mir nur an, ja? Schau, Kleiner. Wenn ich die Wunde sehen darf, kriegst du später noch einen Keks, ja? Das Keks muss übel hart sein, denn... Wirklich gebrochen. Das muss wehtun. Du bist so tapfer. Wenn ich die Wunde säubern und dein Bein schienen könnte, könnten wir dich ins Lager bringen und versorgen. Warte. Ich bin gleich zurück. Hab etwas Geduld, mein kleiner Freund. Ich bin gleich wieder da. Scheinbar kann er das Keks nur lutschen. Weil er hat versucht abzubeißen, aber es fehlt kein Stück. Eine Schiene. Also, jetzt bräuchte man einen Gleisbauer. Okay, vielleicht reicht das schon. Sie sind gerade genug, um den Goron ins Lager zu schaffen. Ich würde den nicht ins Lager bringen. Ich glaube, dass das nicht gut enden wird. Der Goron bekommt vielleicht Angst, wenn ich weggehe. Es muss hier etwas geben, mit dem ich ihn versorgen kann. Dieses Zeichen. Der Form nach muss es vom Goron angefertigt worden sein, vermutlich vor seiner Verletzung. Was es wohl bedeutet? Der ist ja sehr, sehr viel schlimmer als Kate. Ich muss etwas finden, mit dem ich das Bein des Gorons schienen kann, und zwar schnell. Mit diesen Lianen kann ich die Schiene für den Goron befestigen, aber sie stecken fest. Na, was machen wir denn da? Okay, ich denke mal, das reicht. Los geht's. Das tut jetzt ein bisschen weh.
so, war doch nicht so schlimm, oder? Naja, nicht schön, aber effektiv vielleicht. Jetzt müssen wir einen Weg finden, dich darüber zu bringen. Hey, hast du das gemalt, Kleiner? Wow. Lieber malen als reden, was? Ich würde ja sagen, alles wird gut, aber ich befürchte, nein. Dafür sind die Menschen zu krank in ihren Köpfen und mich wundert sowieso, warum noch nicht jedes einzelne Tier auf diesem Planeten versucht, uns zu töten. So wie wir die Natur dezimieren, das ist schon hart. Aber Wälder platt machen, um Windräder aufzustellen, hilft da auch nicht. Jetzt müssen wir nur auf die anderen warten. Welche andere? Achso. Ah, du willst noch einen Keks? Du lernst schnell. Ich war innerhalb von 2 Minuten hier. Der Dauer ist schon eine Dreiviertelstunde weg. Es war ein junges Exemplar, liebste Dana. Fast wie ein Kind. Und sobald sich unsere Blicke trafen, wusste ich, dass diese Kreatur vernunftbegabt ist. Als meine Reisegefährten zu mir stießen, merkte ich sofort, dass sie meine Auffassung nicht teilten. Die Entdeckung blendete sie. Sie sahen kein Individuum in ihm. Das hätte man ja vorher auch wissen können, oder? Er ist schon so lange mit den Leuten unterwegs. Wie dumm muss man sein, um das nicht zu checken? Es war klar, dass der junge Gorun in ihren Augen keine Person war. Nur ein Studienobjekt. In ihrer Aufregung verloren sie jeden gesunden Menschenverstand. Was ist mit ihm? Obst! Friss das Obst! Sie haben ihn eingesperrt. Was erwarten Sie? Er hat Angst. Ruhe jetzt, sonst lasse ich es knebeln. Oh, die Familie ist da. Was? Quelle des Schreis ausfindig machen. Da, oder? Hm.
überall. Die Mutter des Goron sein. Wenn wir ihn freilassen, geht sie bestimmt weg. Dann verlieren wir ein erwachsenes Exemplar. Sind Sie verrückt? Komm her, Mutti. Schauen Sie, wie groß sie ist, Berger. Wenn Sie sie verletzen, kriegen wir sie nie lebend. Wer sagt was von Leben? Es können ja nicht nur lebend Exemplare mitbringen. Nein! Genau so. Genau das hat er verdient. Tut mir leid, Berger. Ich konnte nicht zulassen, dass sie... Ach, du... Reinhard, alles in Ordnung? Oh Gott. Er hat Berger getötet. Bauer, warten Sie. Sie haben doch gesehen, es war ein Unfall. Er wollte den Goron töten. Also, habe ich... Ich wollte nicht... Schweigen Sie, Mörder! Es war ja zu erwarten. Scheinbar wollen die den ganzen Ruhm für diese Entdeckung... Die Anerkennung des Führers, der braunen Schatten. Aber Berger ist tot. Machen. Ihn. Oder beim Versuch eitern und sterben. Irgendwie hilft mir das alles nicht, oder? Ich weiß, welche Gefahren mich in den Bergen erwarten, wenn ich fliehe. Aber was auch passiert, es kann nicht schlimmer sein als das, was Bauer und die anderen mit mir vorhaben. Also habe ich keine Wahl. Sie sind wohl beschäftigt. Wahrscheinlich diskutieren sie, was sie mit mir machen. Wenn ich die Fesseln lockern kann, kann ich unbemerkt entkommen. Ja, gut zu wissen. Wie lockert man denn die Fesseln? Ach so. Dieser Stein sieht scharf genug aus. Wenn ich ihn erreiche, kann ich mich losschneiden. Ich komme nicht dran. Ich bringe ihm eine Suppe. Wir können ihn nicht verhungern lassen. Das Schwein verdient kein Essen. Typisch Horst. Immer der gute Samariter.